Reicht das? Falls nicht, bestellen wir einfach Nachschub. Also, hör mal. Ich war noch nie da unten. Unten? Im Wasser. Tauchen. Kannst du mir zeigen, wie es geht? Echt jetzt? Ja. Ich meine, du bist echt hier ohne eine einzige Tauchstunde? Irgendwie, ja. Ich wollte ja. Also ich hatte keine Zeit. Ich musste arbeiten. Ach, schon gut, schon gut. Hey, Vorsicht! Die Tauchkamera war wahnsinnig teuer. Brüderchen, sei cool. Was? Julia und Conrad sind, tja, also alle beide stinkreich. Und? Reg dich nicht über Kleinscheiß auf, Mann. Bleib cool. Lass mich nicht bereuen, dass ich dich mitnehme. Hä? Mitnehmen? Ernsthaft? Ich dachte, ich bin eingeladen. Julia wollte dich dabei haben. Julia? Echt? Ja, Mann, sie wollte das. Ich wollte, dass sie sieht, wie cool du bist. Also, sei cool. Kapiert? Okay, amigo. Die Kavallerie ist da. Cool. Sorry, ich hab Stress. Wer hätte gedacht, dass ein Medizinstudium so schwer ist? Überraschung. Und Mann, diese Fernkiste mit Julia ist echt hart. Alles klar. Muss hart sein. Kein Problem, Mann. Hä? Bingo. Wie gerufen. Was? Conrad meint, wir haben zu wenig Bier. Ah, dann werde ich die hier wohl mal besser verstecken. Ja. Yeah. Hey. Ich bräuchte mal deine Meinung. Klar, zu was? Es gibt da eine Sache und ich versuche mich zu entscheiden. Dein Medizinstudium? Nee, aber eine von diesen wichtigen Entscheidungen, weißt du? Und ich weiß nicht, was richtig ist. Hör auf deinen Bauch. Der sagt's dir schon. Tut mir leid. Conny, das ist Alex. Hey, wie geht's, Conrad? Vorsicht, Jules. Ein Ladykiller. Freut mich, Conrad. Das ist Brad, mein kleiner Bruder. Hey. Bradley! Ich glaube, ich kenne dich schon, hab viel von dir gehört. Ja, gleichfalls. Hab ich dir gefallen? Hey, Lust auf ein Bierchen? Jede Sekunde. Ha, ganz schön dick aufgetragen. Minuten hätte es auch getan. Klar. Cool. Super. Ich liebe Bier. Hey, deine Ausrüstung war besser. Sorry, Kumpel. Lärmste Ausrede. Guter Mann, Bradley. Mordsmast hast du da. Mast tief. Ruinierst nicht. Bist du schon mal getaucht? Eigentlich nicht. Hab ich noch nie gemacht. Wasserjungfrau. Cool. Hey, das ändern wir heute. Gemeinsam. Bin auch ganz lieb. Wo ist überhaupt der Kapitän von diesem Kahn? Ich würde ja sagen, macht's euch bequem, aber, So, alle an Bord und bereit abzulegen? Wenn es dir recht ist, Captain.
Ganz genau, lass alles raus. Oh, ja. Willst du dich mal hinlegen? Ja, ist eine gute Idee. Ja. Oh Mann. Zeig mal die scharfen Fotos. Wie wäre es hier drüben? Ganz schön weit draußen. Ich suche bloß Alternativen, falls wir nichts mit der Tauchkamera finden. Ganz ehrlich, ich habe noch nie von eurem Wrack gehört. Normalerweise wimmeln Wracks von Tauchern. Ja, das hier ist anders. Ich meine ja nur, wenn es vielleicht zu spät wird, kenne ich ein paar gute Stellen zum, naja, Tauchen. Brad weiß Bescheid. Das Wrack muss hier sein, wenn er es sagt. Okay, du bist der Kunde. Ich meine ja bloß, das Tageslicht ist irgendwann weg. Ich helfe Conrad und Julia mit der Kamera. Was gibt? Sehen und staunen. Brads Berechnungen waren goldrichtig. Brad hat's drauf. Ein echtes Genie. Wir sollten ihm danken. Fliss, da ist ein Flugzeug. Ach ja? Ja, aus dem Zweiten Weltkrieg. Lass uns tauchen. Eigentlich sollte ich das ja der Hafenbehörde melden. Als unregistriertes Wrack? Tja, eigentlich. Wollt ihr euch nicht an die Vorschriften halten? Du meinst, wir sollen nicht tauchen? Vorschriften? Sind wir im Kindergarten? Ich muss darauf hinweisen. Wir sehen uns doch bloß um. Kriegt doch keiner mit. Gut, aber beeilt euch. Und fasst bloß nichts an. Ich kann es kaum erwarten, als Erste da unten zu sein. Stell dir das vor. Unberührt. In ein paar Minuten solltet ihr runter können. Ich nehme die Flaschen. Ihr Jungs checkt noch mal alles. Seht ihr mal die Kamera an, ob da was Brauchbares drauf ist. Klar, Ma'am. Hey, sieh doch mal nach deinem Bruder. Hey, hey. Hi, Süßer. Durch die Öffnung können wir rein. Hi. Die Regeln hier draußen gibt's nicht ohne Grund. Ihr solltet das respektieren. Ja, sorry wegen vorhin. Alle sind einfach etwas... Wir haben das hier schon ewig geplant. Verstehe ich. Aber es gibt Regeln, Gesetze und Bräuche. All diese Regeln sind doch ganz einfach. Wie viel Erfahrung hast du denn mit solchen Tauchgängen? Ich war schon in ein paar Wracks. Bin kein Profi. Aber naja, erfahren. Wenn das hier dein erstes unregistriertes Wrack ist, solltest du wissen, dass man bestimmte Protokolle einhält. An euch alle, das hier könnte auch ein Kriegsgrab sein. Störung wäre illegal und unmoralisch. Okay, kapiert. Wie viel? Wie viel was? Wie viel Geld brauchst du, damit du uns endlich in Ruhe lässt? Du, ich... Hier geht's nicht um Geld. Weißt du was? Ich kann euch nicht aufhalten. Aber halt dich da unten an die Regeln und mach nichts, was mich später den Arsch kostet. Ich glaube, Julia hat echt alles eingepackt. Man kann den Preis echt riechen. Aber ihr gefällt's.
Was geht? Alles klar? Sorry, das Bierchen war dann doch zu viel. Hey, gehört alles zum Abenteuer. Tut mir leid, dass ich alles versaut habe. Keine Panik. Das ist alles nicht so schlimm. Ruh dich aus. Komm einfach nach. Kennst du dich damit aus? Nee. Nicht wirklich. Lass das mal besser in Ruhe. Ich hab die Ausrüstung gleich startklar. Brauchst du Hilfe? Hab noch nie mit Kreislaufgerät getaucht. Sieht alles okay aus. Aber du solltest dich vielleicht auch ein bisschen mit den Dingern auskennen. Mal ehrlich, ich bin gerade nicht so happy mit El Capitan. Echt jetzt? Was soll denn diese ganze Motzerei? Sie verdient eine Stange Geld an dem Trip. Eine Riesenstange. Regeln sind Regeln, verstehe ich. Aber wenn davon keiner was erfährt? Ja, das sage ich doch. Okay, ich stell dann mal die Kreislaufgeräte ein. Den Rest machen wir dann am Ende zusammen. Cool. Schrei, wenn's soweit ist. Hey Jungs, Flaschen bereit. Hoch die Flaschen. Okay, also, das ist das Kreislaufgerät. Viel cooler als normale Atemgeräte. Das Ding nimmt all das CO2, das du sonst ins Wasser bläst, und bereitet es wieder auf. Und verringert beim Auftauchen die Dekompressionszeit. Echt klasse. Okay, O2-Check fertig. Wow, 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 immer mit der Ruhe. Check erstmal dein O2. Danke für deine Hilfe. Oh, hey, Leute! Was, Gott, warum schreist du so? Hatte ich fast vergessen. Auf der Tauchkamera habe ich dieses Riesenloch am Heck gesehen. Babum! Da geht's in den Flieger. Oh, ganz gut, Mann. Danke, Conrad. Okay, ihr Clownfische. Ich guck mal, was Fliss gerade so treibt. Benimm dich, Conny. Obermatgefälligkeit. Du filmst, ich sag, wo es lang geht. Machen wir ein Vorher-Foto. Also gut, Kinder, ab die Post. Und vergesst bitte die Regeln nicht. Hab den Bangstick. Das habe ich schon gehört. Aha. Schon mal benutzt? Gegen Haie? Nö,